Stefan, wir reden heute über einen Text von Richard Rorty aus dem Jahr 1995 über die philosophischen Voraussetzungen der akademischen Freiheit. Warum diesen Text, der nicht komplett ungewöhnlich ist für den Merkur, aber doch auch sehr technisch, was ist das, was daran bemerkenswert ist? Ja, ich hätte an sich, ich hätte auch andere Texte nehmen können aus einer Phase der Rorty-Rezeption im Merkur, die eigentlich so mit dem 89, glaube ich, eingesetzt hat, zur selben Zeit, in der Rorty eigentlich in Deutschland überhaupt gelesen wurde. Da gab es nicht nur Texte von Rorty selber, sondern auch Texte über ihn von Jochen Schimang zum Beispiel über Rorty und den Irakkrieg und dann ein sehr persönliches und etwas launiges Stück von Gumbrecht 2000 über ihn als Uncle Sam, als der personifizierte Uncle Sam. Für mich war Rorty genau zu dieser Zeit plötzlich eine ganz, ganz wichtige Figur. Durch denselben Denkansatz, den man in diesem Artikel über philosophische Begründungen akademischer Freiheit auch gut studieren kann, nämlich dass man die Verbindung einer Letztbegründungsfigur zu sozialer Praxis oder wissenschaftlicher Praxis durchschneidet. Und das war für mich seltsamerweise nach 89, was sicher auch mit dem Untergang des Sozialismus zu tun hatte und mit überhaupt einer ganzen Neuorientierung, die da für mich da war, aber auch in den Dingen, die ich so gelesen habe, zu spüren war. Das war für mich ganz wichtig, weil ich eigentlich aus verschiedenen Denkmilieus kam, die das Gegenteil, also die sozusagen eine Letztbegründung aus bestimmten Erfahrungen oder Ideen herleiten bis in das letzte, in die letzte Regung. Also ich meine eigentlich zunächst den schwäbischen Protestantismus und Pietismus, in dem ich so sehr stark aufgewachsen bin. Also ich bin dann in bestimmte Schulen gegangen, wo man auch schon früh mit so einer auch sehr ausgearbeiteten protestantischen Tradition konfrontiert wurde, die also aus dem Glauben auch noch das Letzte. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass wir immer beaufsichtigt waren in dieser Schule, außer wenn wir unsere Klassenarbeiten schrieben, da wurden wir nicht beaufsichtigt. Weil wenn wir abschreiben würden, dass ja der liebe Gott sieht. Also das war sozusagen die erste Letztbegründungstradition. Die zweite war dann der Marxismus, wo eben auch jedes Alltagsverhalten eigentlich auf den Klassenkampf zurückgeführt werden kann. Und auch die Psychoanalyse, die eben auch von der Fiktion ausgeht, dass wenn man den Ödipus-Komplex einmal wirklich erinnert und durchgearbeitet hat, dass er dann weg ist und dass man dann frei ist. Und diese Denkfigur hat Rorty für mich zerstört, was für mich eine riesige Befreiung war. Ich kann mich erinnern, dass ich ihn als, also das ist eine Erinnerung, von der ich gar nicht weiß, ob das eigentlich so eine Art Deckerinnerung ist oder ob das wirklich so war, aber ich erinnere Folgendes. Ich war damals in Frankfurt und wir lebten in der Jordanstraße, also zwei Häuser weiter von dem Hörsaal 6, wo eben Adorno gelesen hat und wo auch heute noch oder bis zum Umzug der Uni die großen Vorlesungen waren. Und da gab es einen Wittgenstein-Kongress, wo Habermas sozusagen der Meister der Zeremonien war. Und da war Charles Taylor und Rorty eben auch. Und ich kann mich erinnern, dass es da eine Session gab,
wo Apel einen ganz, ganz langen letztbegründungsmäßigen Aufsatz vorgelesen hat, wo also alles zurückgeführt wurde auf die kommunikative Vernunft und dass das da eben alles festgemacht werden kann, die ganzen demokratischen Prinzipien und Verhaltensweisen. Und dann sagte irgendwie Habermas meiner Erinnerung nach, also wirklich, ich weiß nicht, ob das eine Deckerinnerung ist, aber sie ist, wenn, dann ist sie gut erfunden. Und Habermas sagte dann, audiatur et altera pars, und jetzt hätte also Rorty das Wort nach diesem endlosen Vortrag. Und Rorty sagte Folgendes meiner Erinnerung nach, my friend Karl Otto Apel wants to make absolutely sure that he is no Nazi. Und der Hörsaal 6 praktisch erstarrte, ja, also der war irgendwie im Krieg und so, ja, also es ist irgendwie, biografisch war das jetzt nicht ganz, es war sehr, sehr indiskret. Und dann nach dieser Pause sagte er, but I don't think that is necessary. Und der Hörsaal 6 atmete aus und ich atmete auch aus, weil also das war in diesem Klima so in den 90er Jahren so eine Befreiung, dass man diese Dinge, dass man kein Nazi ist, dass man oder auch andere Dinge, dass die Universität frei sein soll, dass man das nicht mehr letztbegründen musste, sondern dass man es Gruppen abhängig als sozusagen gute Form begründen konnte und nicht immer ad fontes gehen musste. Das war für mich die große Rorty-Befreiung, die eigentlich fast bis jetzt anhält. Das hat mich wirklich geprägt, glaube ich. Diese auch dann in dem Text wird es ja zunächst mal wie so ein Showdown vorgeführt. Mhm. Auseinandersetzung in diesem Fall nicht mit deutschen Kontrahenten, ssearle mit einem amerikanischen, John Searle, der darauf besteht, dass es so etwas gibt wie eine westliche Tradition, epistemologische Tradition, von der man schlicht nicht abweichen darf, ohne den Bestand von Wissenschaft und im Grunde genommen von Rationalität als solcher zu gefährden. Ja. Und dazu gehört in erster Linie die Korrespondenztheorie. Dazu gehört, dass es eine von Bewusstsein und Sätzen unabhängige Wirklichkeit gibt, die als solche besteht. Und dass wir in einem unendlichen Näherungsprozess uns mit Aussagen an diese Wirklichkeit annähern. Der Spiegel der Natur, ja. Philosophie genau. Als der Spiegel der Natur. Was ich interessant fand daran war, dass es eigentlich fast defensiv ist, was Rorty macht. Er sagt er bricht ja nicht all dies auf, sondern er macht so eine ähnliche Geste wie die du vorher, von der du gesprochen hast. Also das ist doch etwas, er unterläuft es einfach. Ja. Er sagt gar nicht, dass das falsch ist, sondern er sagt, wir brauchen uns darüber nicht zu unterhalten, denn jedes Gespräch darüber ist letztlich verschwendet. Ja. Also ich kann natürlich schon auch diese Searle-Position, die auch jetzt immer wieder auftaucht, insofern ganz gut verstehen, als man natürlich so eine Tradition des haltlosen, des wilden Denkens, des wilden akademischen Denkens damit in Verbindung bringen kann, dass man eben nicht mehr irgendwie die Korrespondenz Prinzip walten lässt, sondern einfach jeder sagen kann, was er will. Oder diese ganze Argumentation gegen Fake News ist auch eine Sache, wo man als Rorty-Fan oder Rorty-Leser ins Grübeln kommen kann. Aber deswegen verstehe ich das eigentlich auch sehr stark aus dieser Situation in der Mitte der 90er Jahre. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine historische Erfahrung, die Rorty-Lektüre. Ich meine, was Ihre Anekdote klar macht und was dieser Text auf interessante Weise fast kamoufliert, ist, dass Rorty natürlich immer eminente rhetorische Strategien hat, um seine Gegner, und es ist immer gegnerorientiert oder gesprächspartnerorientiert.
um die auflaufen zu lassen. Das ist bei Apple eindrucksvoll. Und hier gehört da zum Beispiel auch dazu, dass er ständig wie so nebenbei den Vergleich mit Religion und Glauben mitlaufen lässt, was natürlich Searle in den Wahnsinn getrieben haben muss. Denn aber mir hat es gefallen, weil das eben gerade meine Geschichte sozusagen. Ja, genau. Dass nun alles, was man tut und bleiben lässt, das liebe Jesulein kränkt oder nicht kränkt. Ja, aber das, was er eigentlich implizit damit sagt, ist ja, lieber John Searle, du stehst eigentlich, sowas könnte man auch Steven Pinker sagen, eigentlich stehst du auf der Seite der Fundamentalisten in der Kirche. Ja, eigentlich bist du ein Pietist. Das macht er schon sehr, sehr raffiniert, auch weil er es so indirekt macht. Und es ist immer lustig, das finde ich eben auch, also durch dieses Performative und dieses sich sozusagen taktisch dummstellen, was er auch sehr drauf hat, ist es immer furchtbar unterhaltsam eigentlich. Ich weiß gar nicht, hat Searle darauf nochmal reagiert? Weil das ist ja eine Reaktion auf einen Searle-Text. Den habe ich gesehen, aber ich glaube nicht, dass da noch was gekommen ist. Ja, ich meine, Searle war natürlich leidgeprüft durch die Auseinandersetzung mit Derrida, die ihn erst recht den Schaum vor den Mund getrieben hatte. Ja, so genau habe ich das jetzt gar nicht. Es ist übrigens so, dass jetzt ja diese Argumente von Searle wieder aufgegriffen werden durch diese spekulativen Realisten und die der armen Avanessian. Im Grunde genommen wird ja all das, was der Rorty da, wie er das idealtypisch als Frontverlauf darstellt, ist jetzt komplett wieder da. Also man, ist komplett wieder da, ja. Ich habe sehr, sehr viele Texte in den letzten Jahren gelesen, in denen im Grunde genommen Searle noch einmal aufgewärmt wird im Sinne von, da gab es mal eine Zeit dekonstruktiven Wahnsinns, in dem alle Kategorien und Kriterien, an denen sich wissenschaftlicher oder rationaler Diskurs zu orientieren hat, aufgeweicht wurden. Und jetzt kann jeder behaupten, was er will. Was also in dieser, deswegen habe ich vorher gefragt, weil das ist eine, aller rhetorischen Finesse, mit der Rorty den Searle auf die andere Seite schiebt, er an den Grundannahmen als solches gar nicht rüttelt. Ihm geht es ja nur darum, dass das ontologische Gerüst, auf das Searle da verweist, dass es was Zwanghaftes seiner Ansicht hat, Dinge beweisen zu wollen, die sich ohnehin nicht beweisen lassen und bei denen es für ihn in der Praxis des Lebensvollzuges eben auch egal ist, ob sie bewiesen sind oder nicht, weil es keinen Unterschied macht. Und ich finde das sehr eindrucksvoll, dass er eben sagt, wir müssen uns so verhalten, wie sich anständige Wissenschaftler halt verhalten. Ja? Aber nicht, weil wir jetzt da die letzten Wahrheiten rausfinden wollen, sondern weil wir das einfach so machen. Ja? Er hat irgendwo in Contingents oder in irgendeinem anderen Aufsatz gibt es dieses Beispiel oder diese Frage, wir finden ein Kind im Wald, das 3 Monate alt ist. Und die Frage ist, hat dieses Kind menschliche Würde? Und er sagt, dann eigentlich kann man das nicht sagen. Aber was wir sagen können, ist, dass wir dieses Kind aufnehmen und es mit menschlicher Würde bekleiden. Ja, also, das ist das, was wir tun. Das ist unsere Sitte und unsere Kultur. Und das finde ich sehr, sehr eindrucksvoll. Ja. Aber es zeigt offenbar, dass die Letztbegründungs- oder zumindest der Drang, das Bedürfnis nach Letztbegründung ist sehr stark. Weiterhin sehr stark ist, nachdem man auch politisch gedacht hat, dass Letztbegründungen sich nicht mehr sinnvoll ergeben werden und auch kein Bedarf danach bestehen wird. Ja, und er sagt ja, glaube ich, in diesem Aufsatz auch, den wir da rausgesucht haben oder den ich rausgesucht habe, der Vorteil, auf die Letztbegründung zu verzichten, ist eine gewisse, es wird experimenteller, es wird weniger dogmatisch und es ist irgendwie weniger willkürlich skeptisch. Das muss irgendwie so eine Übersetzungs... Rorty ist überhaupt schlecht übersetzt, also auch das große Hauptwerk Contingency, Solidarity and Truth
ist auf Deutsch fast nicht lesbar. Ich weiß nicht, was das ist. Eigentlich ist das Englische sehr einfach, aber wahrscheinlich gerade durch diese Einfachheit übersetzt sich es schlecht. Ich glaube, es kommt schon auch daher, dass Rorty ja erstmal analytischer Philosoph war und die ersten Sachen auch von, also das ist ja auch von Joachim Schulte übersetzt, der ja auch eigentlich eher ein Übersetzer der Wittgenstein und sonstigen Linien ist. Und ich glaube, die haben so ein bisschen Schwierigkeiten mit Rortys rhetorischer Wende. Ich meine, der Spiegel Natur ist schon auch ein wahnsinnig technisches Buch. Absolut. Also da muss man auch hart kämpfen. Ja. Aber das hat sich natürlich sehr stark verändert. Aber nicht so offensichtlich. Der hat ja nicht angefangen, wie Derrida zu schreiben, sondern schon dieses sehr commonsensical Englisch beibehalten, da aber immer raffinierter auch aus dem Wissen daraus, dass es natürlich letztlich um Sprache geht und um sprachliche Argumente, ist er doch, glaube ich, dadurch schwieriger zu übersetzen geworden. Ja, und bei dem Ironiebuch, da ist das natürlich sozusagen in der vollsten Blüte, dieser gewendete Rorty. Ja, wobei eine der interessanten Erfahrungen für mich an dem Text war, dass er dieses Technische beibehält. Mhm. Also es geht eigentlich durch, es wird nur auf eine Sekundärbühne verlagert. Denn die gesamte Auseinandersetzung, die in der analytischen Scholastik geführt wird, über die Frage, was eigentlich nun bewusstseinsunabhängige Realität sein müsste und was daraus folgt, wenn es sie gäbe, etc., die wird ja geführt. Nur je länger das dauert, desto merkwürdiger kommt es einem vor. Also am Anfang denkt man sich, dass ja genau darum geht es. Irgendwann schaffte es zum Verschwinden zu bringen, die Dringlichkeit des Technischen versiegt. Ja, also es ist im Grunde das, was er auch philosophisch empfiehlt, dass man eigentlich irgendwann mal aufhört, so zu sprechen, weil es einem langweilig wird und weil man gerne anders sprechen möchte. Was dann schon wieder sehr nah an Wittgenstein. Ja, absolut. Also der späte Wittgenstein ist ja auch sein großer Gewährsmann, dass man einfach mal ein anderes dieses Sprachspiel wollen wir jetzt einfach nicht mehr spielen. Es ist uns langweilig geworden. Und dann ist eben auch rhetorisch immer sehr interessant, dass er dann aus dieser technischen Sprache plötzlich in so eine Commonsensical-Sprache rutscht, oder nicht rutscht, sondern das also tatsächlich macht. Zum Beispiel in diesem Aufsatz ist er dann, irgendwann mal sagt er dann, alles, was wir machen müssen, ist verhindern, dass die alten Hirschen die jungen Füchse alle tot machen und dass die Jungtürken, gleichzeitig müssen wir verhindern, dass die Jungtürken die Universität ruinieren. Also diese dann plötzlich so eine ganz populäre Sprache einzuschlagen. Das ist, glaube ich, eine seiner großen rhetorischen Stärken. Eine der Fragen, die sich dann natürlich, oder Anschlussfragen, die sich stellen, ist, ob diese Form der intellektuellen Lässigkeit nicht einfach sehr viel Konsens in Formen, Abläufen, institutionellen Regelungen und rechtlichen Selbstverständlichkeiten voraussetzt. Also ob mit Rortyscher Philosophie einer deutlich fundamentalistischer, zerrissenen Gegenwart noch zu begegnen ist, wäre dann eine andere Frage. Ja, ich würde nicht dafür plädieren, zu sagen, dann doch lieber Letztbegründungen. Aber ob nicht sehr viel von dem, was es ihm ermöglicht, Dinge rhetorisch zu erledigen, ob das nicht sehr häufig darauf rausläuft, dass wirklich politische Fragen nicht mehr verhandelt werden können, weil sie letztlich auch nicht so wichtig sind, weil man sich ja ohnehin unter gebildeten Menschen darauf mal irgendwann einigen wird. Und weil wir im Zweifelsfall auseinandergehen, ohne uns die Schädel einzuschlagen. Das halte ich aber für eine falsche Darstellung. Also schon nur rhetorisch ist falsch, weil Rorty natürlich sagen würde, es entscheidet sich letztlich auf dem Kampfplatz der Rhetorik. Der Sprachpraxis und der Handlungspraxis. Ja, ja. Und das heißt, der muss auch immer aufgesucht werden. Also er würde ja nie sagen, dass man die Dinge sein lassen soll, wie sie sind, sondern es geht um aushandeln. Und
was er eigentlich auch widerlegen will, ist genau das, zu behaupten, dass wenn man sich auf so eine Position, wenn man so eine Position hat, dass man dann gar keine Haltung mehr hätte. Mhm. Aber natürlich ist Rorty voller Haltungen und die hat er auch ganz klar ausgewiesen als letztlich irgendwie. Besonders im letzten Buch, nicht? Achieving Our Country, wo er auch einfach. Oder auch in der Auseinandersetzung mit Habermas, dass er sagt, Habermas hat in allem recht und wir machen es genau, wie Habermas sagt. Bloß das mit dieser Letztbegründung durch die Kommunikation, das kann er sich sparen. Also das ist eigentlich immer dasselbe, dass seine politischen Haltungen sind sehr, sehr, also würden, glaube ich, mit so vielen Bewegungen der Gegenwart vollkommen übereinstimmen. Insofern ist diese Letztbegründung tatsächlich auch vielleicht irgendwie de facto überflüssig. Es ist auch auffällig, dass diese neuen spekulativen Realismen sich extrem technisch eigentlich, das ist, also da wird immer sehr, sehr stark in die Tiefenbohrung gegangen und wenig eigentlich so politische Philosophen sind, ja. Im Gegensatz zu ihm. Ja, ich meine, es wird zum Thema Letztbegründung, es wird sozusagen auch nochmal umgekehrt eigentlich eine neurotische These daraus. Er sagt, wir müssen nicht erst letztbegründen wollen, um Haltungen zu haben und um handeln zu können. Mhm. Sagen, eigentlich ist das, worauf wir uns beziehen, ganz simpel. Das sind eben sowas wie, ja, wir müssen das anerkennen. Mhm. Wir müssen so handeln, als hätte dieses Kind Würde. Ja. Wir müssen so handeln, als hätte unser Gegenüber genauso, wir müssen das auf Augenhöhe behandeln. Ja. Das müssen wir nicht letztbegründen, das versteht sich auf eine gewisse Weise von selbst. Das Moralische versteht sich immer von selbst. Genau, aber das wäre eigentlich der Anschluss, aber das ist dein, was ich dein problematisiert Punkt, hätte, weil ob sich dann nicht bei Rorty zu viel von selbst verstehen muss. Ja, aber kann man dem widersprechen? Nee, dem kann man nicht widersprechen, ja. Klar. Naja, es ist aber es ist auffällig, dass diese rortische Position in der derzeitigen Diskussion eigentlich fehlt. Mhm. Ja? Also dass sehr viel durch apokalyptische Letztbegründungen ersetzt wird, also und weniger durch sozusagen gesunden Menschenverstand oder so. Also nicht, dass man da immer die ganz, ganz schweren Geschütze auffährt, das finde ich schon. Aber ich nehme aber auch an, dass die heutige Gegenwartsdiagnosen einfach weitaus mehr Konfliktlinien sehen, härtere Brüche und dass das historische Szenario, das Rorty vor sich gesehen hat, zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Aufsatzes, also in den 90er Jahren, einfach, sagen wir mal, etwas optimistischere, einen optimistischeren Horizont abgegeben hat, als es heute ist. Ja, das könnte man denken, ja. Also wobei ich schon die Wahrnehmung habe, dass sagen so in meiner Generation, also für mich sind diese Rorty-Thesen eben ganz anders als für Sie, nicht Augen öffnen, sondern irgendwie versteht sich das fast von selbst. Ich war halt nie unter gläubigen Marxisten. Ja. Die gibt es zwar noch, aber die sind jetzt so fringy, das muss einen nicht wahnsinnig kümmern. Mhm. Ich glaube eher, dass das ziemlicher Common Sense ist unter einer bestimmten linksliberalen Generationskohorte. Deswegen muss das gar nicht so richtig explizit gemacht werden. Wahrscheinlich, ja. Was aber vielleicht sinnvoll wäre. Ja, in den 90er Jahren musste da wirklich was aufgebrochen werden. Also auch für mich irgendwie. Ich kann das gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, wie befreiend das eigentlich war. Mhm. Auch so diese Umstellung von Philosophie auf Literatur, dass man sagt, also man ist sozusagen der Autor seines eigenen Lebensromans. Das hat auch sehr stark dann meine literarische Praxis irgendwie formiert, bis dahin, dass er dauernd zitiert wird in ein unsichtbares Land oder in den neuen Menschen oder so. Da geht es ja dauernd um Rorty. Also der Lektor hat ja schon gesagt, noch ein Rorty-Zitat, noch so ein Spruch, Kieferbruch. Also der konnte es nicht mehr. Er hat gesagt, du übertreibst das. Ja. Aber ich musste das übertreiben, weil das für mich so, ich wollte das irgendwie allen Leuten mitteilen. Insofern ist das auch, glaube ich, wirklich eine historische Lektüre, die wir hier mit dem Rorty
unternehmen, weil er sich vielleicht wirklich als Philosoph oder als politischer Stichwortgeber irgendwie zu Tode gesiegt hat, in gewisser Weise. Ich und dass er vielleicht tatsächlich ja. noch, dass er tatsächlich zum Teil in eine Richtung von Fake News und so weitergetrieben wurde. Also man kann sicher sagen, dass zum Beispiel so Russia Today oder so, die würden sich wahrscheinlich mit dieser Verabschiedung der Letztbegründung leicht tun. Würden sagen, ja, das genau so ist das. Aber nicht in letzter Konsequenz. Sie würden sich mit der Letztbegründung für ihr propagandistisches Tun, die würden sie vielleicht nicht für erforderlich halten. Aber dass dann so etwas wie ein letztes Gutes oder Böses existieren muss, ist, glaube ich, die Geschäftsgrundlage eines solchen Senders, oder? Ja, und ich meine, das ist ja ein fundamentales Rorty-Missverständnis, zu sagen, er habe behauptet, man könne jeden Quatsch behaupten. Ganz im Gegenteil. Jeder muss jederzeit ausweisen, mit welchen Hintergründen er seine Positionen vertritt. Ja. Also eigentlich ist Rorty sehr gut geeignet, genau diesen vermeintlichen Totalrelativismus ständig einzubremsen und zu widerlegen. Aber okay, ja, das stimmt vielleicht, ja. Mhm. Aber deswegen sagt er ja auch, er hat überhaupt nichts dagegen einzuwenden, wie Wissenschaft getrieben wird. Ja. Das Problem ist nur, dass... Es muss so getrieben werden. Genau, also natürlich geht es genau darum, möglichst genau, möglichst technisch auszuweisen, was man warum tut, was man wie begründen kann. Natürlich geht es um Begründung. Es geht nur nicht um Letztbegründung und es geht nicht um einen ontologischen Aufweis, der das ganze System stabilisiert. Es wird eher begründet als eine soziale Praxis, die man einfach so macht. Ja, und das schließt natürlich auch an, was philosophisch zur damaligen Zeit los war. Ich habe also die zweite große Welle der analytischen Philosophie in den 80er Jahren, die durch die Surkamp-Wissenschaftsreihe vermittelt war nach Deutschland, im Studium mitbekommen. Und da kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass man sich immer noch im Grunde genommen an einer Fortschreibung oder korrigierenden Fortschreibung des Wiener Kreises betätigt hat. Und das lastete wie ein Albdruck auf meiner Studienzeit. Und auch da war es eine ähnliche Form der Befreiung, jemanden zu sehen, der also einfach in... Lasst uns ein neues Sprachspiel spielen. Ja, aber eben nicht nur im Sinne von, jetzt lasst uns, na Jungs, jetzt mal nicht so ernst nehmen, sondern da war das Technische eben Bestandteil der Befreiung, weil er die Auseinandersetzung mit Searle wird ja nicht in diesem Aufsatz vor allem geführt, sondern sie führt auch durch wissenschaftliche Aufsätze und dann wird jedes einzelne Argument von Searle ernst genommen. Also das war jemand, der auf Augenhöhe diese Spiele mitspielen konnte und dann gesagt hat, so sind wir jetzt nicht mal müde, gibt es nicht was anderes, gäbe es nicht etwas Wichtigeres? Mhm. Das war das, was ich damals überzeugend fand, was mich fasziniert hat. Ja, man kann es vielleicht wirklich als man kann es als Aufsätze aus der heroischen Phase der modernen politischen Diskussion lesen, die ja eher konstruktivistisch ist als letztbegründend. Und hast du bis zuletzt verfolgt, was er gemacht hat? Hat dich die Rorty-Lektüre begleitet oder hast du irgendwann die Fühlung verloren? Das letzte Buch war ja dann Achieving Our Country. Mhm. Das war, glaube ich, ein Jahr vor seinem Tod. Und das habe ich in Amerika gelesen, ja. Das ist auch so eben so eine Rückführung im Grunde. Also da gibt es ja auch die Trump-Prophetie. Also er hat da Trump vorausgesehen, genauso wie er eigentlich dann auch kam. Weil er gesagt hat, dass die Umstellung der Linken von Sozialpolitik auf Identitätspolitik irgendwann mal zu ihrer Marginalisierung führen wird und dann sowas wie Trump möglich machen wird. Vielen Dank. Kein Happy End. No problem.